Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück zu Anno 1800. Jo, die Krankheit ist wohl zu Ende. So. Ja, kann weg. Probleme. Die Welt ist voll von Problemen. Was brauchen wir hier? Wir brauchen Stahl und Stahlbeton. Und schau mal, wer da gerade eingetroffen ist. About time. Was? Hä? Warte mal. Hä? Da ist doch schon... Sag mal, willst du mich verarschen, oder? Ach so, die bauen bereits. Die ganzen Stahlträger sind schon hier und der Beton nicht. Das Ding ist schon gestartet. Okay. Ich verstehe. So. Dann... Da sind noch Häuser kaputt. Da ist ein Haus kaputt. Warum ist das kaputt? Was ist dein Problem? Alter! Den Heizofen nehmen an. Ranz halt rum. Die Kantine ist schon weit weg. Hier eine Herpflanzen und da ein Haus und da ein Haus und das geht. Ah, wir können das so machen. Ein Haus hier, ein Haus da. So. Nein! Du bleibst da. Geht sie gerade nicht aus. Mano. Ja. Oh, ich würde ein bisschen kalt bleiben. Unglücklicherweise. Ja, ist plus von 12. Jo. Okay. Damit haben wir jetzt zumindest einmal genug Leute, damit die Bude hier läuft. Das heißt, wir sollten dann davon eigentlich genügend haben, wenn die da... Okay, das ist ein bisschen langsam. Warum seid ihr so langsam? Hä? Die haben doch 5 Felder. Jo, wenn das so ist, dann... Nee, das wollen wir nicht. Warte mal. Ich kann ihnen offensichtlich nicht sagen, sie sollen schneller arbeiten. Warum geht das hier nicht? Mann. Oh, hier sind jetzt Spuren zu sehen. Okay. Das heißt, sie verschwinden dann wieder. Das hat der Heiko gemeint. Da ist es kalt. Super, also. Okay, die erreichen wir aber vermutlich nicht mehr. Schade, wir hätten. Warum sind hier eigentlich keine? Was ist euer Problem hier? Ist doch soweit alles in Ordnung. Ich schätze mal, wir werden hier nicht genug Leute bekommen für. Wo sind Pemikan daher liefern wahrscheinlich? Wir werden wahrscheinlich keine 500 hier zusammenbringen. Aber dann. Könnten wir dir noch mit Schnaps helfen, dass es wärmer wird? So, noch mehr Leute, aber vermutlich kein... Oh doch, Kohle ist da. Ja, was ist da euer Problem schon wieder? Immer nur Probleme hier. Nur Probleme. Die Polarwacht, euch ist auch kalt, ha? Huh? Wessen Idee war es, hierher zu fahren? Ah, hier. Das hier noch verbinden, dann gibt es hier sogar Wärme, ne? Ne, höher geht das noch nicht. Fahrst du hin? Auf jeden Fall wird es da auch warm. Die können wir wahrscheinlich auch nicht verschieben, ne? Oder? Hier eine Straße durch wäre auch gut, dann hätten auch die hier Wärme, aber unglücklicherweise. Wobei, wenn wir die Straße da entfernen, wieder rüberziehen, können wir es vielleicht noch mal. Hm? So. Entfernen wir die Straße hier, und das Lagerhaus daher. Wenn wir hier mit der Straße durchfahren, kriegt der sogar noch Wärme. Ha!
Und das wird warm. Jawohl. Super. Haben auch die Wärme bekommen. Damit kann auch die Polarwacht ein bisschen besser arbeiten. Aber hier ist es halt immer noch sehr kalt, weil die Reichweite viel zu gering ist von dem Ding. Okay, aber wir haben... Nein. So, wir haben das zumindest geschafft. Fahren wir wieder zurück. Da kommt schon ein Schiff. Kohle hat leider keine dabei. Der hat auch keine Kohle dabei. Was ist denn los? Warum hat sie keine Kohle dabei? Schön weiterfahren. Keine Kohle mehr hier, ha? Das ist schlecht. Aber da kommt unser Kohleschiff bereits. Das heißt, wir können ja den Kollegen da sagen, schmeiß den Scheiß weg. So. Und nein, wir wollen keine neue Handelsroute erschaffen. Eine bestehende. Wie heißt das Ding wieder? Bist du das? Kurfürst. Nope. Da. Mach dich auf den Weg und dann. Das andere Schiff ist bald da. Oh. Wurde angehalten. Was heißt, wurde angehalten? Ich habe hier genug abgeliefert. Kommt zumindest nicht mit irgendwelchen Blödsinn, ja? Okay. Wärme fehlt. Ja, wenn wir keine Kohle mehr haben, ne? Yep. Out of Kohle. Okay, aber wir können ja vielleicht noch was machen. Ein Kühler hier. Ein Kühler da. Ein Kühler da. So. So. Ein Lagerhaus noch irgendwo hinpflanzen, wo es keinen am Arsch geht. Und schon haben wir hier drei Kühler, die uns da vielleicht doch noch ein bisschen mehr Kohle bringen können. Brauchen die eigentlich selber Wärme? Ich glaube nicht, ne? Weil woher kommen? Erfordert Wärme? Erfordert keine Wärme. Sehr schön. Klar, der Kohle, der Kühler macht seine eigene Kohle. Der kann sich da ja bedienen. Außerdem beim Kühler ist es ja eh warm da, ne? Na bitte, da kommt er, oder? Jawohl, da kommt schon die erste Kohle ran. Damit soll es hier wieder warm werden. Oder nicht, ne? Heizt er jetzt? Heizt er nicht? Nö, der heizt nicht. Das heißt, es ist bitterkalt. So, wir können mal schauen, dass wir auch wieder vielleicht mehr Häuser bauen nachher. Arbeiten hier brav weiter und wir schauen jetzt mal ans Kap. Weil wir wollten eigentlich hier mal Dings kaufen, ne? Eine Schatzkarte. Schatzsuche. Okay. Was ist das hier? Irgendeine Insel oder was? Darf ich die auch sehen, oder ist das Ding... Na, da, Karte öffnen, okay. Könnte hier sein, ha? Aber das würde ich dann wahrscheinlich sehen hier. Aber das schaut sehr nach der Insel aus. Das muss irgendwo da in der Gegend sein. Na, schauen wir mal. So, wie schauen wir jetzt hier aus? Das Schiff arbeitet hier bereits. Das heißt, hier kommen bereits die nötigen Waren an. Seife fehlt noch, weil wir hier... Produzieren wir die jetzt schon? Ah, da fehlt uns noch. Was? So. Jetzt können sie Seife produzieren. Wir sollten vielleicht unser Lagerhaus ein bisschen ausbauen. Das wird nämlich ziemlich schnell sonst überfüllt. Also ist schon völlig überlastet.
Oh, da ist er ja auch schon. Nicht so groß die Karte, ne? Ja, tauchen sie an der Stelle, ja, dafür muss ich die Stelle aber erst einmal finden. Schlammeier. Ah, da ist er. Ha! Waren wir doch richtig. Das Geblubbertere laggt ein bisschen, aber okay. Okay. Nochmal hier, ja bitte. Oh, und den Ding kann man auch Items anlegen. Das sollte man vielleicht gleich mal machen. Da. Achso, so fast in die Richtung wieder zurück. Ja, mir ist ja rechts an. Mir ist das ja egal. Wir brauchen mehr Leute hier auf jeden Fall. Die hier für uns arbeiten. Jetzt brauchen wir wieder mehr Bauern. Gut, jetzt haben wir hier auch genug. Dann können wir den hier bald ausbauen. Jetzt mangelt es an Holz und Ziegel. Great. Der ist auch überlastet. Alles perfekt. Zumindest hier stehen sämtliche Häuser. Dann können wir auch mal in die Richtung ein bisschen expandieren. Jetzt machen wir aber den gleichen Stil sozusagen. Ja, da stimmen wir mit der Straße. Moment einmal. Nee. So. Da kommen die Schienen. So machen wir das. Damit das Ganze ein bisschen Gesicht hat. Und hier können wir dann weiterbauen. Aus? Ja, super geht sich das aus. Nee, so. Müsste eigentlich perfekt passen, oder? Jawohl! Gut ist das. Das ist das Wirtshaus. Reichweite geht sie nicht ganz aus bis daher, aber wir können ja dann da irgendwo weiterbauen. Die Stadt ist schon ziemlich groß. Schauen wir hier aus. Mehr Holz. Wunderbar. Ich habe genügend Bauern bekommen wieder. Noch sind es zu wenig. Wir haben zu wenig Fisch. Was? Wie gibt's denn sowas? Wir brauchen Holz. Leute, Holz. Beeilt euch mit dem Holz. Ach so, das ist, weil die neu waren. Mehr als genug Fisch da, heul doch. Quand und Fisch ist in riesigen Mengen da. Mehr als genug. So, wir sind da. Wir wollen eine weitere Schatzkarte kaufen. Einwegsachen da. Was haben wir da? Schrottbergungsmenge mehr. Taucherglocke für Raritäten. Seltene Items finden wir eher. Erhöht die Chance, Tiere zu finden. Ja, toll. Holt die Elefanten aus den Tiefen des Meeres. Artefakte. Nehmen wir den Kollegen hier an Bord. Ach so, das kommt dann da rein. Da kommt anderes rein. Eine Schatzkarte für Tiere der alten Welt. Was haben wir hier? Maschinen, das nehmen wir. Nochmal Maschinen. Nehmen wir hier damit. Kleine Inseln, kleine Inselgruppe. Puh. Ja,
wohl noch nicht entdeckt. Müssen wir uns mal auf den Weg machen. Also los. Okay, Bauern haben wir genug. Aber wir brauchen hier ein Upgrade. Kommt schon, Leute. Nützt weiter. Wie schauen wir denn in der Arktis aus? Oh. Rup. Fehlt nur noch das Dach. Dafür brauchen wir aber mehr Techniker. Ja, schwindelerregende Kosten, aber ja. Und da brauchen wir Fenster, Dampfmaschinen, Segel. 20 Fenster, 10 Dampfmaschinen und 50 Segel. Ja, in erster Linie brauchen wir dafür ein Schiff, um das zu liefern. Aber unsere Kriegsschiffe haben sich alle irgendwo hin verzogen. Was kann ich. Sind die hier im Kap alle? Naja, zum Teil. Okay, ihr zwei begibt euch ab in die alte Welt. Nein. So. Los! Bewegung! Wir werden aber in der alten Welt ganz einfach noch ein Frachtschiff in Auftrag geben, weil wir werden es ganz sicher eh irgendwann für irgendwas brauchen. Okay. Ist jetzt nicht so, dass die unnötig sind. Neue Insel wurde entdeckt, hurra! Vielleicht sollten wir die Insel nochmal erobern. Haben wir die nötigen Sachen dafür? Kanonen. Wo bist denn du? Ein Depot. So. Wir brauchen Holz, wir brauchen Stahlträger und weiß gar nicht, brauchen wir noch irgendwas? Fuck. Wir nehmen einfach mal Ziegel mit und schauen mal, was wir brauchen. Unbesiedelte Insel. Oh, hier gibt es jede Menge Kohle. Kohle, sehr wichtig für uns. Können wir vielleicht gleich von hier in die Arktis exportieren. So, was suchen wir für eine Insel? So, sowas wie zwei Inseln, die knapp zusammen sind. Eine ist so bogenmäßig. Ich hoffe, das bezieht sich dann auch auf hier und nicht, dass man irgendwie auf anderen Inseln, in anderen Gebieten suchen müssen. Da hinten ist auch eine Insel. Warte mal, das könnte sie vielleicht sein. Die hat irgendwie so ausgeschaut, als hätte sie so einen Bogen. Ist auch ganz schön schnell unterwegs. Das kleine Eiland hier ist es sicher nicht. Neue Insel entdeckt. Hm, okay, da. Das ist nicht der Bogen, den wir suchen. Aber es ist wieder eine Insel. Dreimal lebend. Aber nicht wirklich Dinge von Wert hier. Wir werden uns dann mal die Insel hier unter den Nagel reißen. Einfach weil sie groß ist. Weil wir wahrscheinlich Platz brauchen, um Dinge zu produzieren. Dinge, die wir nicht hier auf unserer, sagen wir mal, in unserer neuen Hauptstadt bauen wollen. Weil das wird unsere neue Hauptstadt werden. Wir werden vermutlich auch hier eine Weltausstellung bauen. Da müssen wir eh gleich mal schauen, wo wir das Ding eigentlich hinpflanzen. Vielleicht hier hin. Oder ist das so besser? Nö, wir machen das so. Strom. Geht sie nicht aus bis dahin. Das heißt, wir werden noch ein Kraftwerk dort brauchen. Aber es gibt ja dann auch Gaskraftwerke. Werden wir vielleicht so eines dafür verwenden. Eine noch bessere Weltausstellung mit Gaskraftwerken. Viel Kohle. Solche Inseln sollten wir im Auge behalten, gerade für die Arktis. Dann können wir die Kohle von hier dorthin schiffen. Da kommt unser Kriegsschiff. Du gib Gas. Das nächste Schiff, was hierher kommt aus der alten Welt, sollte vielleicht auch gleich Sachen mitnehmen. Was? Lieferaufgabe ist das, was ich bekomme dafür. Arbeitskräfte erforderlich. Alle Produktionsgebäude. Ja, warum nicht? Schrott, Glühfäden und Glühbirnen. Ui, das ist
Okay, warte. Was? 10 Glühfäden und 3-mal Glühbirnen. Wir haben ja hier irgendwo einen Monitor stehen, der nichts zu tun hat. Oder ein Kriegsschiff, noch besser. Wobei, das Kriegsschiff brauchen wir für irgendwas. Das kriegt einen anderen Auftrag gleich. So, Glühbirnen und Glühfäden. Glühbirnen, Glühfäden. Ne, das war umgekehrt, gell? Oder? Nein. Also, das sieht man hier wieder nicht. Okay, egal. Du machst dich mal auf den Weg zum Kap. Ich denke mal, dass das so richtig war. Mehr Glühfäden als Birnen, ja. Das Schiff ist hier. Ja, jammer doch. Heul doch. Achso, das ist der Nate. Alte Welt. Arktis erstmal, weil wir wissen müssen, was wir hier brauchen. 20 Fenster, 10 Dampfmaschinen und 50 Segel. 20, 10, 50. Fenster, Dampfmaschinen, Segel. 20, 10, 50. Fenster, Dampfmaschinen und Segel. Zehn Dampfmaschinen. Fenster. Wo sind Fenster? 20 Fenster und 50 Segel. Und ab geht's. Ab in die Arktis mit dir. Wo sind unsere Kohletransporter? Da ist einer mit Kohle, da ist noch einer mit Kohle. Jo. Fahren schon wieder sehr dicht hintereinander, das ist ein bisschen suboptimal, aber okay, es ist jetzt erstmal so. Und nicht nur das, auch der Part ist zu Ende. Freunde, ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja, 2 Schiffe sind da, wissen wir.